Schönen guten Tag, schön, dass Sie wieder dabei sind. Wie Sie sehen, mein Arbeitstag beginnt mit Zeitung lesen. Das ist auch ganz wichtig, weil Kommunikation ist bei der Ostsee-Zeitung das A und O. Heute nehme ich Sie mit zu den ganzen Konferenzen, denn die Ostsee-Zeitung wird von ganz vielen Menschen gemacht und die müssen ganz viel miteinander reden, damit nichts doppelt in der Zeitung steht oder es darf natürlich auch nichts Wichtiges fehlen. Kommen Sie mit, ich zeige es Ihnen. Das habe ich schon für mich auf dem Zettel für die Konferenz. Nicht durcheinander bringen. Was hat ein Industrieminister von Russland mit Werten zu tun? Ja. Die Chancen des Airports und ein Gutachten in Auftrag gegeben hat, um die Zukunftschancen. Das wievielte Gutachten ist das zu dem Thema? Ja, und vor allem, das ist immer wieder PwC und die haben immer schon gesagt, Lage ist allein nicht zu halten. Und jetzt quasi machen die das nächste Gutachten und sagen, das haben wir aber vor 3 Jahren auch schon gesagt. Unser Leser sagt, ja, endlich! Ja, komm mal. Nach unseren internen Absprachen, das sind die Gespräche zwischen den Ressorts Mecklenburg-Vorpommern, Wirtschaft, Kultur und Sport, besprechen wir die Themen dann mit den Kollegen aus Lübeck, vor allen Dingen die überregionalen Themen. Das passt zwar nicht ganz zu dem Termin, aber ist auch ein Werftenthema, dass der russische Industrieminister hier morgen rumspringt und sich die Nordic-Werften anguckt. Gut, können wir ja dann sehen. Okay, ein Kommentar schon mal. Es gibt eine Trasse für den Güterverkehr und eine für Personennahverkehr. Und schon geht's zur nächsten Konferenz. Ich begrüße euch zu dieser wunderschönen neuen Woche, der ersten hoffentlich richtigen Frühlingswoche. Hier sind die 10 Lokalredaktionen zugeschaltet und wir beginnen mit einer kurzen Blattkritik, wo wir bewerten, was war gut und was war nicht so gut in der Zeitung. Und dann besprechen wir die Themen des kommenden Tages. Jo. Ah, ja, so. Liebes Mühl? Ja. Und Wismar? Ja. Jo, sind wir vollständig. Mir war noch eine Kleinigkeit zum Wochenende aufgefallen. Einmal wollte ich da nochmal ein Danke sagen an Greves Mühl. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist die Themenzusammensetzung des Journals gewesen. Ich weiß nicht, ihr bleibt ja sicherlich an dem Wahlergebnis, den Folgen und so weiter noch dran, ne? Bringt ihr auch noch die Ergebnisse aus den Wahlbezirken? Die machen wir auch noch zum Wochenende. Super, da kommt alles, was Rang und Namen hat, des Tourismus, kommt da zusammen. Das hat man ja auch nicht alle Tage. Wir haben eine Geschichte geplant über Jasmin Sehan. Das ist eine Fußballerin aus Parchim. Das einzige junge Mädchen, die sozusagen in der DFB-Nationalmannschaft spielt. Eine digitale Seite gibt es, auf der wird nachgewiesen, dass Facebook irgendwann irgendwie abgelöst wird. Ja, jeden Montag treffe ich mich mit unserem Geschäftsführer und dann reden wir über die wichtigsten Dinge, die die Ostsee-Zeitung diese Woche so bewegt. Ja, jetzt sitze ich bei unserem Geschäftsführer Thomas Ehlers und wir besprechen gemeinsam große Dinge, die Ostsee-Zeitung in der Zukunft voranbringen werden. Zum Beispiel auch Fragen um ein neues Redaktionssystem oder auch wie die Online-Ausgabe der Ostsee-Zeitung immer besser wird. Alles klar, vielen Dank auch. Tschüss! Wenn Sie sehen wollen, wie unsere Themenplanung in die Zeitung kommt, dann verfolgen Sie unseren Blog auch morgen.